Willkommen zu diesem kleinen Video von Sandbox. Ein kleines Simulationsspiel ohne Ziel. Man kann einfach wild herumexperimentieren. Ich werde ein paar Videos davon bringen. Wahrscheinlich jetzt nicht so 10 oder so. Aber man kann eine Menge herumexperimentieren. Es gibt auch eine Expansion hier. Die werde ich mir auch kaufen, wenn es euch gefällt. Und ich wollte damit anfangen. Hier sind 3 Flüssigkeiten. Was passiert, wenn man die erhitzt? Weil ich habe etwas entdeckt. Mal sehen, ob ihr es auch entdeckt. So. Quecksilber. Wasser. Und Salzsäure. Ich glaube, man sieht es ziemlich deutlich. Wir müssen kurz warten, bis sich der Wasserdampf wieder erkältet. Es ist ziemlich warm noch. Also bei der Salzsäure sehen wir schon, es ist sehr viel einfach verschwunden, was ich ein bisschen komisch finde, weil man kann ja nichts Neues erschaffen aus dem Nichts oder auch nichts komplett zerstören. Also man kann Atome nicht neu erschaffen. Es geht nicht. Deshalb ist es komisch, dass es hier weniger ist. Beim Wasser ist es so ähnlich, aber da bekommt man immer noch einen sehr großen Teil zurück. Hier so gut wie gar nichts. Da. Was übrig bleibt, sind zwei Pixel an Salzsäure. Hier beim Wasser haben wir so gut wie alles wieder zurückbekommen und beim Quecksilber ist alles da. Ja. Also finde ich ein bisschen komisch, dass das einfach so verschwindet. Aber egal. So, als nächstes wollte ich Glas herstellen. Ich glaube, jeder weiß, wie man Glas herstellt. Wenn man zum Beispiel Minecraft spielt, man braucht ein bisschen Sand und Feuer. Ganz stark erhitzen, eine Weile warten, bis es sich auskühlt. Ist ziemlich warm hier. Packen wir mal so ein Streifenglas als Beispiel daneben. Sieht gleich aus. Ist auch genau dasselbe. Ja. Das könnte man jetzt wieder einschmelzen. Wenn man zum Beispiel das hier macht und das erhitzt, dann fängt das an, die Lücke wieder aufzufüllen mit flüssigem Glas. Was nicht sehr leicht ist, weil dann immer noch so eine Beule drin ist. Warum ist da noch eine Beule drin? Als ich es getestet habe, da war es ein bisschen anders. Aber die Beule ebnet sich langsam, also wenn ich weiter hier erhitze, dann ist es auch so gut wie weg. Ja, jetzt macht es noch einen kleinen Unterschied. Ja, ist okay. Also man kann dann mit Glas herumexperimentieren. So, dann hatte ich noch vorne hübsche Kerze zu machen. Hier, und ich mache eigentlich einen etwas dickeren Docht, weil das ganze Wachs gar nicht schmilzt, sondern einfach dann in der Luft hängen bleibt. So. Und wie man es von jeder Kerze kennt,
ist ein bisschen C4 drunter. Das zünden wir dann an. Das Wachs fängt an zu schmelzen. Wir haben ein hübsches kleines Feuerchen, was ziemlich klein ist. Und das Wachs schmilzt immer noch nicht. Bumm. Das war eine krasse Explosion. Noch ein bisschen Benzin drüber, um noch ein bisschen mehr Feuerwerk zu geben. Und dann hatte ich vor, noch einmal Zement bzw. Beton herzustellen. Dazu brauchen wir natürlich hier Zementpulver. Huch, das war nicht geplant. Und Wasser. Muss man kurz warten. Und ein bisschen mehr Wasser. Warte mal, ich mache mal ganz viel Wasser. Ganz viel Wasser. Okay, reicht. Und jetzt ganz viel Zementpulver da drauf. Auf dem Weg nach unten sollte es dann zu flüssigem Beton werden und fest werden, denke ich mal, hoffe ich mal. Wird es das? Keine Ahnung. Feuer. Mal sehen. Hier ist ja so eine Einstellung mit Drehung halten. Die habe ich kurz mal deaktiviert. Okay, es hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Ja, also beim echten Beton, da muss man ja auch mal mischen, oder? Klappt leider nicht so, wie ich es wollte. Mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Ganz eindeutig mehr Wasser. Wasser. Ach so. So. Wird es denn schon langsam fest? Oh Mann, es leckt ein bisschen. Ich muss ein bisschen Wasser wegmachen. Nein. Okay. So macht man schon mal nicht Beton, ja? Nein, so macht man keinen Beton. Nur am Rand hängt ein bisschen fest. Na gut, und danach wollte ich Salzwasser herstellen. Es gibt hier offiziell kein Salzwasser. Aber ich habe trotzdem einen Weg gefunden, wie man das herstellt. So. Ja, das war ein bisschen zu viel. Man braucht nämlich so eine Stelle, ja, wo man so eine 1 Pixel dicke Mauer hat. Und wenn man dann Wasser drüber kippt, fließt es halt trotzdem durch. Okay, das funktioniert schon mal so wie geplant. Nur vielleicht hätte ich weniger Wasser machen sollen. Ah. So. Jetzt ist fast das ganze Wasser weg. Wir brauchen Salz. Wir brauchen ganz viel Salz. Ich nehme auch hier einmal die Salzbrunnen, sage ich mal. Die werden mir helfen. Und die Salzbrunnen sind zu hoch. Ich muss die etwas tiefer setzen. Da vielleicht. So, noch eine schöne Schippe Salz drüber. Dann machen wir jetzt mal das alles weg. Und jetzt brauchen wir eine gehörige Menge an Wasser. Das Wasser am Anfang sollte man am besten rechts platzieren, was ich direkt falsch gemacht habe. Dann seht ihr unter dem leicht
hell-dunkel gefärbten Wasser, so ein ganz hellblaues, was ja auch runterläuft. Das ist Salzwasser, wenn es zu viel mit Salz in Berührung gerät. So kann man Salzwasser herstellen. Und wenn man aus dem Salzwasser wieder normalem Wasser machen will, was macht man dann? Richtig. Man zündet einfach an. Oh, verdammt. Ich muss das dringend wieder deaktivieren. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit deaktiviert, aber gerade beim Betonmischen, da hat es ein bisschen gestört. So. Dann müssen wir warten, bis sich da der Wasserdampf wieder verzieht. Und jetzt haben wir dreilagiges Wasser. Salz, Salzwasser und Wasser. Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Ja, das wäre so ein simpler Weg, um Salzwasser herzustellen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man es so macht. Aber ich glaube mal nichts. Okay, das bringt mich auf eine Idee. Was ist, wenn man das so macht? Verdammt, es war zu viel. Kommt da Wasser durch oder nicht? Ja, da kommt Wasser durch. Okay, danke Wasser. Genug, genug. So. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Da kommt kein Wasser mehr durch, nein. Also was ich vorhab, ist so eine zweiseitige Salzwasseranlage. Also zweiseitig Wasser herstellen. Aber hier will es gerade irgendwie nicht. Nein, will es nicht. Nö. Nö, will nicht. Gut, dann ist auch egal. Machen wir ganz viel Salz hier hin. Am besten hier so. Weiter hinten. So. Dann machen wir hier so eine Salzpumpe hin und ganz viel Wasser. So. Dann fließt das da ganz gerade runter. Am besten auch mal Wasserquellen hier reinmachen und das erste Wasser einfach löschen. So, wir das gerade machen. Okay. Ja, und so wird ziemlich schnell Salzwasser hergestellt. Oh. Ich wollte nur den einen Hügel da wegmachen. Jetzt habe ich da Salzwasser drinne. Egal. So. Okay, ich glaube, das reicht fürs Erste, Leute. Sowas wie Pflanzen haben uns überhaupt noch nicht angeguckt. Ein schwarzes Loch, eine Uranium-Atombombe, Schießpulver, Nitroglycerin. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Schreibt eure Vorschläge, was ihr als nächstes machen sollt, in die Kommentare. Und lasst ein Like da, wenn ich weitermachen soll. Und wenn ich mir die Expansion holen soll. Also. Bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.